steil, alt, gemütlich, schön und es ist abseits. Das Haus steht an einem Waldrand und es sind viele, viele Bäume, schöne Berge und Wiesen. Wesenhaus nennen sie mich alle, weil ich der Hof heißt Wesenheit. Also wir haben Wesenhaus. Meine Großmutter ist da 1904 auf dem Burgerhof auf die Welt gekommen und ist dann bis Ende der 20er Jahre auf dem Burgerhof gewohnt. Meine Eltern haben gekauft in Oktober 1936. Ich bin der Ernst, schreibe hier in die Oberhofer und aufgewachsen bin ich in Prax auf dem Burgerhof. Ich bin auf dem Burgerhof im Jahre 43, habe ich meine Eltern auf den Hof gebracht. Meine Eltern haben den Hof, der Hof gehört in Schweizer, der Familie Schweizer, von Welsberg, und meine Eltern haben den Hof gepachtet. Der Name Burg ist eine Bildung aus dem Zeitwort Bergen, nicht? Bergen, Berg, Borgen und Burg ebenfalls, nicht? Das ist ein Ort, wo man sich geborgen fühlt, nicht? Es ist zwar recht ein netter, schöner Hof, wo es ziemlich viel Wald hat, aber schwierig zu bearbeiten, nicht? Früher waren keine Maschinen, alles mit der Hand. Und da ist also ein schottiger Grund, ist da. Man sagt, komm, so man kann es Tschesche, das sind alles, und da tut es recht hart schneiden. Nicht? Und dann für die Getreide wäre es gut oben und auch für die Kartoffeln. Weil wir selber in der Bach gehabt haben, ein Stück Feld da, das wächst ja wunderbar. Und das Futter ist gut und alles. Aber halt für Bearbeiten, wenn man keine Maschinen hat und nichts, das ist schon eine Schwierigkeit. Und dann haben sie nach 5 Jahren wieder zurückgestellt. Meine Eltern haben den Hof gepachtet im Jahre 43. Und für mich scheinbar, natürlich weiß ich es nicht mehr, nicht, wir haben sie mit 2 Jahren da Augen getragen. Weil mit 2 Jahren war ich da nicht Augen gekommen, weil das ist, da gehört man von einer Runden von St. Veit, das ist also ein Knastdörfer, vielleicht kennt das es, wird man also, ja, so 20 Minuten fährt man auch mit. Und das letzte Stück ist schon ziemlich steil. Also selber denke ich mal nicht im Stand gewesen. Auf jeden Fall haben sie gesagt, haben sie mit 2 Jahren Augen getragen. Und ja, den Hof haben sie, das ist ein Bauernhof. Der ist schon ein bisschen abgelegen. Man kann schon fast sagen, bei Hose und Fuchs sich gut eine Nacht sagen. So viel ist auch entlegen und da versteckt. Nicht. Das ist ein Hof auf 1400 Meter circa. Ich weiß nicht, wie St. Veit liegt, 1350, so weiß ich genau. Und der Hof wahrscheinlich, schätze ich, um die 1400. Nicht. Die Felder sind schon ziemlich steil und arbeitsaufwendig. Nicht. Den Hof sein. Das ist ein Futterhaus, Stall und Stall sozusagen, und ein Wohnhaus. Nicht? Und Reime, das ist also ein alter Kuchel gewesen. Nicht? Da hat man auch Speck gezählt in der Kuchel. Der Überboden ist schwarz gewesen. Und obwohl der Speck gezählt ist worden, hat es allen geheißen, dass sie auch nicht so warm ist, dort die Fenster raus, die Fenster raus, schnell beim Kochen einmal, weil es wird warm mit Kochen, damit er ja nicht zu schwitzen kann, was sagen kann. Ja, Reime und eine Stube,
mit einem Holzofen und oben heraus ein paar Kommen gewesen. Man kann es jetzt immer benennen, nicht, aber das ist ein sehr alter Kommen gewesen. Ofen ist ein Kander gewesen. Wo wir geschlafen, wo die Eltern geschlafen haben, sind sie oben der Stube. Und sie haben mich von der Stube als ein Kanal angegangen. Da haben wir gekannt, auch die. Da ist die Wärme angegangen in das Zimmer. Nicht. Aber bei uns, wo wir Buben geschlafen haben, sind wir vorher offen gewesen. In der Früh, zum Beispiel auch im Winter, haben wir, wenn wir früh ausstehen, damals hat es in Stall noch keine Selbsttränke gegeben. Dann hat der Vater geschrieben, heute Buben ausstehen, Viechen tränken. Und die arbeiten im Frühjahr Feldraum, Steine zusammenklauen. Und ja, im Sommer kann man natürlich gemisst im Feld mithelfen. Hier schon bin ich vielleicht 14 Jahre oder 15 Jahre so ungefähr, bin ich schon mit dem Vater im Wald gegangen. Und das haben wir immer zweimal weggetan und mit dem Beil da ins Knie reingehackt. Und dann bin ich natürlich ins Tod gekommen. Und dann ist da ein gewisser Doktor Spitaler gewesen. Der Selber hat gesagt, mein lieber Bub, du wirst einen steifen Fuß kriegen. Nicht? Da ist das Lied, was rausgerungen hat. Und das hat. Aber Gott sei Dank hätte. Bin ich gut gehalten und jetzt haben wir mit dem einen Gips gekriegt, von da bis da auch. Mit dem Sam bin ich ins Feld gegangen, im Sommer, ich müsste helfen, sogar auf einen Fuß fassen. Ich weiß nicht, wisst ihr, was hell ist, der auf die Wagen, früher haben sie mit der Gabel Haiau gegeben, da so Fuß fassen und ich müsste oben auf dem Fulda, mit einem steifen Fuß, also Fulda fassen. Hier im Sommer, da sind die Kühe im Sommer ja, in den Wiesen Augen gekommen, jeden Tag. Und wir als Kinder, wir müssen die Kühe Augen treiben in der Wiese. Und auf Nacht wiederholen, nicht? Das war ein Bahn für uns Kinder. Ja, am Schalten kann man schon sehen. Da haben sie vielleicht mit der Hand zu machen und alles. Das kann man schon mit der Hand machen. Ich lasse wohl das, du brauchst die ersten Mähmaschinen, das können sein. Mhm. Das ist gewesen in den 60er Jahren. Mhm. Ja, dann kann ich denken. Sport. Ja. Oder vielmehr im Herbst, sein Erdäpfel graben. Wenn wir Schule gegangen sind, nicht den Nachmittag. Wie war das? In Anfang glaube ich, ist gleich Vormittag Schule gewesen, im Oktober. Noch voller Heiligen ist noch Nachmittag auch Schule gewesen. Und im Oktober, Nachmittag, sind wir alle, wir müssen entweder Hirten und die Erdflau glauben, helfen. Und ja, und im Winter ein bisschen Holz machen auch, helfen oft einmal. Und bald, wenn nur Gräser geworden ist, dann weißt du sowieso. Im Winter sind wir noch einen Wald gegangen. Und für den Schweizer, für den Besitzer und wir als Holz haben wir so gearbeitet. Ja, umgebaut haben wir eigentlich Holz. Hauptsächlich sind natürlich Wiesen gewesen, weil Ackerfeld ist nicht so viel gewesen, weil das so steil war, dass es nicht möglich ist gewesen. Und deshalb ist ja Acker gemacht worden und umgebaut ist eigentlich an Getreide auch, alles haben wir nicht. Die Hefe sind früher fast alles wie ein Selbstversorger gewesen. Von Roggen, im Herbst ist auch noch Roggen gebaut worden, noch Zollenkassen, Roggen bauen und Zahn. Nicht? Und dann im Frühjahr ist Gerste und Weizen und der Haber. Der Haber ist manchmal, das hat der überhaupt halt Reifen. Das ist oft einmal, wenn ein nasses Jahr ist gewesen, fast nicht da gereift. Nicht? Ja. Ja, und die Äpfel.
Erdflum haben wir mehr angebaut, auch wie sie verkaufen. Ja, und seitdem ist eigentlich alles Handarbeit gewesen. Hauen. Ja, nach dem Krieg war es schlimm, da haben sie fast nicht mehr zu essen gehabt, überhaupt nach dem Ersten Weltkrieg. Da war es schon ganz schlimm. Da haben sie auch die Karten nicht mehr gekriegt. Bei mir, mein Großvater, da waren noch 10 Kinder. Da waren die 30 Jahre war ganz schlimm. Das Essen halbwegs gut bis damals halt war. Und genug haben wir schon gehabt bei Milch. Das hat dann bei einem Bauern noch frisch an Milch und der Speck und dann Kappelamm und ja. Das haben wir eigentlich gerade mal genug gehabt. Man hat mit dem, was man gehabt hat, hat man gewiss zufrieden sein. Soll ich in der Früh eine Brennsuppe und eine Milch und hartes Brot dazu. Die hat eine Brecke, ein Grambel, wisst ihr, was ein Grambel ist? Nicht? Ein Bratgrambel, nicht? Ja. Ist das nicht mehr? Ja, schon, gell? Ja, haben wir Brecke gemacht und die haben wir noch in die Milch drin getan, nicht? Und ja, und so langsam eigentlich schon genug gehabt, nicht? Nicht? Und ja, was man gestern hat noch, am Abend ist meistens ein Mäus gewesen. Und Erdäpfel, sollten Erdäpfel und eine Schale Milch dazu, je nachdem, was man gewählt hat. Die zwei Sachen. Also, zum Mittag sind wir also gang und gäbe gewesen, dreimal die Woche Knödel. Und zwar am Sonntag, Dienstag und Donnerstag. Am Montag entweder Ribla, Schmarrn, am Mittwoch vielleicht Nudel hat man auch schon mal im Kopf, das ist Spaghetti, Macaroni, Joghurt und so. Und im Freitag Plente oder ja, das war also das Essen und alle Wochen mehr oder weniger dasselbe, wieder der gleiche Rhythmus. Den Schreiber mit Erdäpfel gemacht? Ja. Sehr schön. Oder Milchreis. Ja, Milchreis am Freitag, entweder Plente oder Milchreis. Ja, meistens zum Kirchweih. Was hat es denn gern? Das ist ganz schwer, aber das ist ganz interessant. Das hat bei mir als Kind auch schon gegeben. Du hast zuerst Milchreis gegeben, dann hat es Kaffee gegeben, dann hat es wieder mal Fleisch gegeben und dann hat es wieder noch die Mohnkartoffeln gegeben. Es war so ein Kirchweih, war das früher so brauchend. Ja, und zum Schluss hat es noch eine Torte gegeben. Das war ein Ausfall, das hat das Jahr auch und Brot, ja, ab und zu haben sie die Eltern schon gesagt, er bringt zwei Strutzen mit und selber war etwas Besonderes. In Sommer kann ich mich erinnern, wenn sie im Feldreich streng ist gewesen, sind wir am Ende einmal getroffen, habe ich ein Weißbrot essen. Das hat man einmal heilen. Eine Falaschering hat man abends, hat man Falle, hat man Messer, Gabel, Messer, also Käse gebraucht, Messer und Löffel auf dem Tisch und da hat man eine Schüssel von Kopfen hergestellt und das hat man abends hat man das auf den Tisch gelegt. Die Geschenke war, es hat mir höchstens ein paar Kekslein gegeben und ein paar Nüsse, wenn es gut gewesen ist, hat man einen Öffelbaum, hat auf dem Tischbaum ein paar geflogen und den hat man als Kind dann auf der Reihe geraubt. Da hat es wenigstens die Woche zweimal oder dreimal das Knödel gegeben, einmal Schlutzer. Und wenn es gut gegangen ist, am Samstag das Viertel gegeben und das war eigentlich da. Und am Sonntag war immer Knödel. Welche Knödel hat es denn gegeben? Früher bei meinem Ura haben wir so Schwarzknödel. Das haben wir mal gegeben. Am Weihnachten gegeben, weil sie die Fackel gestochen haben. Das ist das ganze Jahr gewesen. Und Schwarznudel hat es auch so, oder? Schwarznudel haben sie auch haben sie gemacht, dass man wenigstens zwei, drei Monate gehabt hat. Oh, ja. Die haben sie getrocknet und dann haben sie noch in einem Ding auch, wo es trocken gewesen ist. Drei Monate, 400 Schwarz oder mehr. Ja.
Und Schweine hat man mehr gehabt? Nein, sagen wir mal zweimal gehabt. Zweimal gehabt, bitte. Und da haben wir vor Weihnachten sind die geschlachtet worden und Speck draus gemacht worden. Das ist auch ein Plus gewesen, dass wir eigentlich das ganze Jahr eigentlich auch noch einen Speck gehabt haben. Was nicht selbstverständlich war in anderen Familien überhaupt. In was nicht bei einem Bauhaus sein gewesen ist. Also seine Zeit ist ja nicht selbstverständlich gewesen sein, muss man schon sagen. Ne? Aber den Speck kann man auch fahren. Ja. Da hat es aufgeschlagen, sind sie sicher oben schon um 5:30 in der Früh ganz sicher. Und zum Frühstück hat es eine Brennsuppe gegeben. Brennsuppe und Milch hat es gegeben und Brot dazu. Das war es jetzt. Und wenn sie Bahnen gehabt haben, hat es noch gesottene Bahnen dazu gegeben. Sie sind dann kräftig gewesen. Leider, wenn sie noch in der Schule gegangen sind, hat man die Bahnen in der Schule auch geschmeckt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wie man in der Früh Bahnen geht. Ja, in die Schule gegangen, sind wir noch St. Veiter geworden. Das ist also, ja, vorwärts sind wir schon so in einer Viertelstunde angekommen. Da, weil da ist, wie man sagt, ein Kirchsteig. Die Leute bei den Bergen bauen, gibt es auch bei vielen noch einen Kirchsteig. Das ist eine Abkürzung. Nicht? Und da geht man halt viel schneller. Nicht? Da wollen die Leute zu Fuß nicht. Und abends haben wir schon mindestens 20 Minuten. Und wir als Schüler ab und zu haben wir da wieder mal ein bisschen länger. Aber ich habe selber, wie ich halt. Und wenn es daheim genährtig ist gewesen, dann haben wir das hinter die Ohren gekriegt. Aber das ist nicht Besonderes gewesen. In der Schule herunten ist eine Klasse gewesen, ein Raum für alle Klassen. Unterrichten hat die ersten zwei Jahre, oder ein Jahr oder zwei Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr, hat eine Lehrerin von Niederdorf, eine gewisse Frau Pescosta. Und nachher, das, aus welchem Grund ist er nicht mehr gewesen, ich weiß es nicht mehr, nicht. Auf jeden Fall hat er noch der Pfarrer unterrichten. Die ganze Zeit und alle Klassen. Der Ring war schon ein bisschen anstrengend. Ist das der Pfarrer Anton Schwingshalter? Ja. Den haben wir schon gelesen. Ja, genau, der stand eigentlich vor Taschen oben. Auf einem Berg irgendwo ist er auch gewachsen. Der scheinbar war umgenommen worden, nicht und oben in Taschen irgendwo. Ja. Das scheinbar war er. Hätten sie ihn umgenommen und ja. Ist auch gewachsen sein. Nicht. Ja, der Pfarrer ist ganz anstrengend gewesen. Aber gelernt, muss ich sagen, haben wir alle ganz gut, ganz gut. Beikrieg haben wir auch genug, das muss ich schon auch sagen. Ja. Aber ich trage gar nicht nach, weil es hat auch nie das spätere Leben geprägt hätte. Wir werden sicher auch meistens verdient haben, sage ich lieber schon so, vielleicht nicht allen. Es ist ganz ein gleichzorniger Mensch gewesen. Furchtbar, der hat Stecknuck gelogen, der hat nicht fast immer gewusst, was er tut hätte. Ja, aber selber bin ich eigentlich junge Puppe, ja, Pepperbien, oder? Und seine. Aber selber bin ich eigentlich nicht viel ausgemacht. Wir sind am meisten einmal froh gewesen, wenn sie daheim nicht eine Frau haben. Zell ist das große Problem, wenn ein Paar hinter die Ohren kriegen, sei es ist wohl gleich gewesen. Na gleich, man hat schon mal wieder mehr gefolgt und so. Aber das größere Problem ist schon gewesen, wenn man es daheim wieder fragt, dann hätte man daheim annähernd das Gleiche gekriegt. Oder wenn man eine Strafe kriegt und beschreiben oder so. Ja, haben wir fast daheim Hamler. Die Strophe geschrieben, damit es die Eltern nicht gesehen haben, aber ab und zu und so gedacht, warum schreibst du so lange nicht? Und was auch sein soll, wie Aufgabe nicht. Ein bisschen Strophe, ein bisschen Leute. Schon klingt, habe ich abgemildert, nicht. Es ist jetzt so tragisch nicht. Ja, so war es in der Schule. Wie groß eine Klasse waren denn da?
Kinder drin, gell? Ja, insgesamt, das weiß ich auch nicht mehr genau. Also, ja, war schon zwischen 20 und 25. Leider, ich denke nur so, wie in St. Veit die Schule noch war, ich bin ja selber in die Schule gegangen. Da waren in einer Klasse 21 Schüler und alle fünf Klassen. Und still war es, dass man jede Fliege sumpfen gehört hat. Ich bin beim Pfarrer Schwingsack in die Schule gegangen und das war ein gebürtiger Tasch, da war das. Meine Freizeit. Das ist relativ gewesen. Freizeit, denn wir haben alle, die ganze Familie, die müssen mitarbeiten. Freizeit ist eigentlich nicht viel gewesen. Und in der Schulzeit ist sowieso ganz wenig Freizeit gewesen. Im Sommer, ja, im Sommer, vor allem ein bisschen Freizeit gehabt, dann sind wir halt umschwemmen gegangen. Ja, das ist das Einzige gewesen, was wir Kinder selber. Dass man ein paar Lire damals nicht verdient hat. Und das ist ja auch im Verhältnis zu heute ein Almosen. Nicht, oder? Ja. Und sonst, als Kinder haben wir halt ein bisschen im Wald gespielt. Nicht? Spielzeug hätte es einfach die Schürzen gewesen und die Wurzen und ja, solche Sachen. Hat dann auch ein richtiges Spielzeug von mir auch nicht gehabt. Von Krieg selber, ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Da sind wir auf dem Feld gewesen, ich bin wahrscheinlich 4 Jahre gewesen, 5 Jahre vielleicht nicht. Bin ich auf dem Feld gewesen mit meinen Eltern und dann sind Flieger gekommen und dann haben sie gesagt, laufen wir schnell um im Wald, weil da ist gefährlich, dass sie was schießen. Da kann ich mich noch an Krieg erinnern. Nicht. Und noch etwas weiter oben, ein Stück oben im Wald, haben die scheinbar ein amerikanisches Flugzeug hat als Nafta-Panzer angeworfen. Vielleicht, ob es Leergut war, weiß ich nicht mehr. Nicht. Und da hat man später gehört, dass das Flugzeug irgendwo abgestürzt ist. Sie haben die Viecher, die Kier, ausgelassen, was die Anna mir auch so erzählt hat. Sie haben sie ausgelassen und sind die Kier alleine da über den Berg. Praktisch über Waldaugen, zwischen den Bäumen gegrost und halt im Sommer in den Pilzen nachgegangen. Und nach dem haben sie sich halt in mir toll, weil es scheint, die Pilze, die sind so viel schmackhaft geworden, dass die Kühe gar nicht mehr gewollt am Heim gehen. Ja. Normalerweise in der Früh auf dem Melchen außen gelassen worden vom Stall und zum Rennen sind sie alleine wieder gekommen, aber nur war Pilze-Saison war. Kann ich mich erinnern, zum Mittag, wenn wir beim Tisch waren oder so, auf einmal, wenn wir gehört haben, die Hände schreien, lauft, außen, der Geier, hätte. Ja, und ab und zu haben wir es nur da tun, und siehst du, einmal hat einer schon da in der Arbeit gehabt, aber dann hat er sich nicht lassen, weil wir früher genug heim sein, selber schon ein wenig gefährlich, dass der Geier. Und der Fuchs, ja. Es sind nicht zwischen Futterhaus und Bauernhof gewesen, die Hände zwischen Teigen. Ja. Die sind auch wie links ins Feld, weit vom Haus. Ja. Das sind sie da, da wie man unter nicht. Ja. Ja, so was. Und Hund ist keiner gewesen? Hund der Markhof, ja. Ich kann mich noch erinnern, als ein schwarzer. Prinz Kasen. Ja.
Das sind so Erinnerungen, ja, der war schon 50 Jahre her, ist das alles schon. Oder seid ihr direkt auf die Hände geschaut? Nein, das ist jetzt ein Jahr gewesen. Nein, das nicht. Leider. Nein. Aber wir haben gerade wo wir fertig sind. Ah, gut. Dann hat es doch keiner getragen. Nein, sie haben sie wahrscheinlich erschaffen, das war im Wasser gerichtet und da haben sie geduscht. Ja, und es nur ein Trainingsstunde war. Ja, genau, es hat auch geschossen. Und mal haben wir getauft einmal ein Anwaschen, da hat es geheißen, ja, und die Haare mit dem Kandeln, wenn sie alle rundherum gestanden sind, ja, hat er wie nass machen, nicht? Und damit sie hat, wie schien sie Kampel gehen, nicht? Und auch so sind wir noch mit der Rotlagen gefahren. Das sei oft einmal beim Mund umgekommen sein, haben wir auch im Griff genommen, als wenn wir einen Teller auch gehabt hätten. So viel sind sie gefroren gewesen. Mich wundert überhaupt nicht, dass ich noch ein paar Haare auf dem Kopf haben, nicht? Im Winter, kann ich mich erinnern, sind oft, wenn es richtig kalt ist gewesen, in der Früh, weil wir aufgestanden sind, beim Kopfpolster aneinander, ist alles weiß gewesen. Von Hauchen und von der Temperatur nicht der Zweifel gebildet. Nicht. Da kann man sich vorstellen, wie kalt es war. Ja. Was noch im Sommer interessant war, war das Dach ist, hat auch nicht gut gewesen. Und genau bei meiner Bettstadt, sind oben beim Dach, haben sie allen gemisst, eine Schüssel unterstellen, weil es das Dach einfach, sie haben es nicht errichten. Nicht. Und ab und zu auch wieder mal vergessen, die Schüssel mit dem Wasser auszuladen. Und wenn die Nacht auch Wetter gekommen ist, dann ist die Schüssel lieber gegangen. Und genau bei mir war auf meine Bette. Und natürlich bin ich gar in der Woche nicht. Und na, was habe ich getan? Ich habe die Bettstatt auf Seiten geschoben und dann sind wir eine Schüssel untergestellt hätte und dann wieder weitergeschlafen. Da ist das schon passiert, dass ich früher so viel mehr Schnee gegeben hätte, dass sie nicht mehr runterkommen sein können. Das ist sicher. Da haben sie nur leider die runden Schnee raufgekommen und dann wurde den Weg gedreht nach ihnen und dann gar nicht wieder vorne nach ihnen. Also, da war schon, da waren einige Tage, dass sie nicht runterkommen sein. Ja, schneereiche Winter. Es sind da schon auch oft gewesen. Ich kann mich erinnern, wie oft, dass wir gemisst einmal die Dach ausschöpfen. Und ein paar Mal kann ich mich erinnern, welches Jahr sei, weiß ich nicht mehr. Nicht. Das ist wirklich nicht. Da ist es doch, ein Fliegel ist gegen die Bergseite gewesen. Ist ein Heim noch nicht. Da ist so viel Schnee da gewesen, dass bis zum Dach auch voll gewesen ist von Schnee. Nicht? Was ist die Folge gewesen? Wir haben nur als Buben, sind wir mit der Rodel vom Dach oben, da muss auch unten noch ein bisschen auf ihn gerichten, vom Giebel oben sind wir mit der Rodel an und dann geht es zurück zum Berg und dann wird es auch so Augen. Da haben wir geschaut, wer weiter in die Augen kommt. Und dann sind wir von der anderen Seite, wie viele Satelliten hat, sind wir Augen gefahren und gerade entgegengesetzte Richtung gefahren. Schauen, wer bis auf den Giebel Augen kommt, bitte. Ja, Laie, aber wir sagen, wir müssen aufpassen, dass man nicht den Giebel in die andere Seite, weil sein war es nur so ein Stein auf. Ja, sein war nicht ganz ein Bau, wo passiert was passiert. Bitte. Sie haben schon alle in die Maut, Eltern, die aufpassen. Ja, das war nice. Ja, und im Frühjahr, weil so viel Schnee da hinter dem Haus war, haben wir gemisst, bei der Wand zu ihm, bei der Außenwand, einen Kanal auserschöpfen, damit das Wasser rausrinnt. Schmelzwasser. Das Schmelzwasser, mhm. Weil es ist, war das irgendwie ins Haus hin. Mhm. Also im Haus auch braucht. Da wird das gerade nicht wirklich ins Bau. Wenn man es immer wirft, dann bringt es nicht, dass es über das Dach geht. Wenn es nur an der Seite hin ist.